Wie mache ich eigentlich in weniger als 5 Minuten einen leckeren Aioli-Dip? Das seht ihr in diesem Video. Alles, was ihr dafür benötigt, sind 5 getrocknete Knoblauchzehen, 300 ml Öl, eine Prise Pfeffer, ein gehäufter Teelöffel Senf, einen halben Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Zitronensaft und ein Ei. Um das Ganze miteinander zu vermengen, benötigt ihr noch ein etwas größeres Gefäß und einen Pürierstab. Beim Pürieren mit dem Pürierstab solltet ihr darauf achten, die Masse langsam von unten nach oben zu ziehen. Nur so kann eine feste Masse entstehen. Wenn das alles geklappt hat, habt ihr jetzt einen leckeren Aioli-Dip. Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, ob er euch genauso gut schmeckt wie uns.